Von den Bergen, von den Brücken fasst man Würzburgs Schönheit leicht, und man spürt es mit Entzücken, keine Stadt ist dieser gleich. Vom Marienberg wir schauen vieler Türme Schattenspiel, frommer Pilger Gott vertrauen, sucht im Kilians Dom sein Ziel. So besingt es heiter und ausgelassen ein altes Würzburger Studentenlied. Mitten in der Stadt Würzburg steht der St. Kilians Dom. Wir sind am 8. Juli in Würzburg zu Besuch. Das Festgeläut eröffnet die Kiliani-Oktav, das Hochfest des alten, durch Bonifatius gegründeten Bistums. Domorganist Paul Damjakob begleitet musikalisch die traditionelle Prozession der Gläubigen, bei der die Hauptreliquien vom benachbarten Neumünster in den Dom überführt werden, wo sie für eine Woche aufgestellt sind. Der Kilianschrein mit den restlichen Reliquien in der Neumünstergruft wurde 1989 anlässlich der 1300-Jahr-Feier des Martyriums von Kilian, Kolonat und Totnan von Bischof Paul Werner Scheele gestiftet. Gerhard Bücker aus dem westfälischen Münsterland fertigte den Schrein an. In zwei Bildreihen gestaltete Bücker den Schrein und setzte in der unteren Bildreihe die Stationen aus dem Leben Jesu Christi in enge Beziehung zu Szenen aus dem Leben der Frankenapostel. Der Domchor stimmt unter der Leitung von Domkapellmeister Siegfried Kösler das feierliche Halleluja an. Ein Blick in den geöffneten Kilianschrein im Neumünster zeigt uns Gewänder und Bücherreste sowie Erde, die sich seit alters her im Schrein befindet. Die Urkunde berichtet von der Reliquienprüfung unter Bischof Georg Anton von Stahl im Jahre 1834. Das blau gemusterte Gewand wurde auf die Reliquien gelegt, die zwischen den Erdresten hier und da zu erkennen sind. Die kleinen Holzgefäße könnten noch von Predigern stammen, die häufig etwas Heimaterde mitnahmen, als sie in fremde Länder aufbrachen, um dort zu missionieren.
Doch wer war dieser Heilige? Wir wissen nur sehr wenig über den heiligen Kilian und seine Begleiter. Der Überlieferung nach kommt er mit seinen Gefährten Kolonat und Totnan um 686 nach Würzburg und missioniert Franken. Durch einen Konflikt mit dem Herrscherhaus stirbt er den Märtyrertod. Der Legende nach war es die Herzogin Gailana, die den Auftrag erteilte, die Frankenapostel töten zu lassen, weil diese ihre Ehe zum verwandten Herzog annullieren lassen wollten. Später werden die Übeltäter überführt und richten sich selbst, während die Herzogin dem Wahnsinn in Form des Teufels verfällt. Die langjährige Dombaugeschichte führt uns zurück bis ins 8. Jahrhundert. Der Salvatordom wurde 788 in Anwesenheit von Karl dem Großen eingeweiht. Als die Domkirche Mitte des 9. Jahrhunderts abbrannte, wurde der spätkarolingische Arnodom gebaut, der nach der Jahrtausendwende dem heutigen Kathedralbau weichen musste. Bischof Bruno, Vetter des salischen Kaisers Konrad II., legte 1040 den Grundstein zum damals drittgrößten Dombau Deutschlands mit mehr als 140 Jahren Bauzeit. Eine für damalige Zeiten riesige Kathedralkirche, 105 Meter lang und 58 Meter breit, bot stehend 5000 Personen Raum, was der doppelten Stadtbevölkerung Würzburgs entsprach. Über alle Jahrhunderte wurde am Dom gebaut und zeitgemäß umgestaltet. Julius Echter ließ Anfang des 17. Jahrhunderts das große Mittelschiff mit einem Tonnengewölbe überspannen. 1701 bis 1704 begann die barocke Umgestaltung. Der Lettner wurde aus dem Dom entfernt, die Vierung abgesenkt und der vielfältige barocke Schmuck mit seinen prachtvollen Stuckaturen, den Kirchenbänken und Holzaltären in das Gotteshaus eingefügt. In einem zweiten Schritt senkte Balthasar Neumann im Jahr 1749 den Chorraum um 3 Meter ab und errichtete die Schönbornkapelle. Am 16. März 1945 wurde die Stadt mit mehr als 300.000 Brandbomben in das sogenannte Grab am Main verwandelt. Würzburg war zu mehr als 80% zerstört. Der Dom teilte dieses Schicksal und brannte vollständig aus. Noch während der Renovierungsarbeiten drang Wasser in die nördlichen Wände und Pfeiler, das sich im darauffolgenden Winter ausdehnte und Risse in das Gemäuer sprengte. Als der neue Dachstuhl aufgesetzt wurde, stürzte die nördliche Hochschiffwand ein. Beim erneuten Wiederaufbau stellte sich die Frage: Wie bauen wir den Dom auf? Es entstand in Folge ein Dialog, ob der Dom romanisch, also wie vor 800 Jahren aufgebaut werden solle, oder barock, wie vor der Zerstörung. Nach vielen Jahren des Überlegens entschloss sich das Domkapitel zu einer Kompromisslösung und errichtete den Dom als Brücke durch die Zeit. Der Weg des Besuchers wird zum Gang über eine heilige Straße, durch die Geschichte zur Gegenwart mit Blick auf die Zukunft der Verheißung. Der Blick in das romanisch nachempfundene Langhaus des Domes lässt das Auge über die Orgel zum siebenarmigen Leuchter am Haupteingang der Kathedralkirche wandern. Der Menorahleuchter ist eine Stiftung des jüdischen Künstlers Andreas Moritz. Er symbolisiert zum einen die Aussöhnung zwischen Judentum und Christentum und steht zum anderen gezielt am Haupteingang, um an das Alte Testament zu erinnern. Das Lebensbaummotiv des Leuchters steht für den Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließt. Nach der Bibel wurde der Tempel Salomos von 7 Menorahleuchtern erhellt. Der Blick wandert vorbei an den chronologisch angeordneten Grabplatten, die nach vorne hinsichtlich ihrer Datierung immer jünger werden.
Der Altar, um den sich die heutige Gemeinde zur Messfeier versammelt, stellt die Gegenwart dar. Im Chorraum schließt sich die Zukunft an, dargestellt durch den wiederkehrenden Christus aus der Offenbarung des Johannes. So beschließt das letzte Buch der Bibel die Zeitachse, die durch das erste Buch der Bibel, dem Buch Genesis, am Außenportal eröffnet worden ist. Die Lichtführung im Dom unterstützt die Wirkung der Zeitachse. Das Mittelschiff erscheint im Verhältnis dunkler. Nach vorne wird es immer heller. Beim Gang über die Brücke durch die Zeit lässt der Besucher das Dunkle der Vergangenheit hinter sich und richtet seinen Blick nach vorne, auf die Verheißung aus, denn der helle Chorraum strahlt das Licht bis zum Altar. Herzlich Sie alle ganz herzlich willkommen im Würzburger Dom zur heutigen Domführung. Bevor die Führung losgeht, darf ich mich gerade vorstellen. Ich bin Georg Stippler. In meiner Sprache hören Sie sofort, aus dem Frankenland kommt dieser Mensch auch nicht. Das stimmt, ist doch richtig. Ich stamme gebürtig aus dem Rheinland, aus der Nähe von Bonn. Der Würzburger Dom ist ein Gotteshaus, das alle Zeiten in sich verbindet, die sich dort ereignet haben. Immer wieder sehen wir im Würzburger Dom alte und moderne Kunstwerke vereint. Diese Vereinigung aus alt und neu zeigt den zeitlichen Spannungsbogen auf, den der Dom symbolisch darstellt. Dieser Kontrast spiegelt auch das Wesen der Menschen wider, die sich alltäglich zwischen dem Vergangenen und Zukünftigen entscheiden müssen. Das Thema der Zeitachse begegnet dem Besucher in jedem Kunstwerk wieder. Letztendlich wiederholt sich das Gesamtkonzept des Domes in seinen einzelnen Elementen, aus denen er besteht. Das große Ganze ist in kleiner Vielfalt im Ganzen enthalten. So wird der Würzburger Dom in seiner Ausdruckskraft zur lebendigen Theologie. Engagiert zeigen die insgesamt 16 Domführerinnen und Domführer den Besuchern die Kathedrale und begleiten die Gäste auf dem Weg durch die Zeit, der sie bis in die Anfänge des Domes zurückführt. Dompfarrer Kurt Witzel ist der Ansprechpartner für den Domführungsdienst Würzburg. Das Außenportal ist eine Bronzearbeit von Fritz König, einem Künstler aus Würzburg, der diese Arbeit in den 60er Jahren nach dem Weltkrieg schuf. Sie stellt die Schöpfungsgeschichte dar, das erste Buch der Bibel. Oben in der Mitte trennt die Hand Gottes die Elemente Wasser und Erde voneinander. Im linken Türflügel werden zunächst die Planeten mit ihren Strahlen geschaffen. Darunter stehen Gräser und andere Pflanzen. Gott schafft die Tiere und den ersten Menschen Adam, der rechts oben im Türflügel ins Paradies eintritt. Vom Ursprung der vier paradiesischen Flüsse ausgehend gelangt der Blick des Betrachters zur Schöpfung der Frau, die der Bibel nach aus der Seite Adams geschaffen wird. Adam und Eva stehen unter dem Baum der Erkenntnis, um dessen Stamm sich die Schlange der Versuchung windet. Adam und Eva kosten von den Früchten und werden von einem Erzengel, links im Bild, aus dem Paradies vertrieben. Ein Feuerschwert weist den beiden Traurigen den Weg aus dem Paradies, das sie mit gesenktem Haupt verlassen. Das Buch Genesis eröffnet die Bibel, und der Schöpfungsakt eröffnet das menschliche Leben, so wie das Portal den Dom eröffnet und die Zeitachse beginnt. Dieser Gedanke setzt sich im Innern des Domes fort. Werfen wir einen Blick in die Kathedralkirche. Unmittelbar neben dem Haupteingang befindet sich die Taufkapelle. Am Eingang stehen zwei Säulen, Boots und Jachim, aus der Jahrtausendwende,
die im Mittelalter den Paradieseingang vor dem Dom schmückten. In der Kapelle steht das Taufbecken aus dem Jahr 1279. Es ist eines der wenigen Kunstwerke dieser Zeit, von denen man sowohl den Stifter als auch den Künstler kennt. Der Dompfarrer Walter gab dem Bronzemeister Eckart aus Worms den Auftrag, dieses Becken anzufertigen. Die Größe des Beckens gab den Wissenschaftlern Rätsel auf, denn das Taufbecken gehört mit zu den größten Bronzekunstgegenständen dieser Zeit. Das Becken ist aus einem Bronzestück gegossen worden, weil man in diesem Becken den Weihwasserbestand des Jahres aufhob. Eine andere Möglichkeit ist die Tatsache, dass Kinder bei den mittelalterlichen Taufen ganz im Becken versenkt und dann aus der Taufe gehoben wurden, so wie es heute in der griechisch-orthodoxen Liturgie der Fall ist. Die Reliefs wurden in einem zweiten Schritt gegossen und dann an das Becken angesetzt. Meister Eckart ging mit großer Sorgfalt und biblischer Genauigkeit vor, als er die Heilsgeschichte in 8 Stationen darstellte. Dem Taufbecken kam im Mittelalter eine Bilderbuchfunktion zu, denn die meisten Menschen konnten weder lesen noch schreiben. Verkündigung an Maria. Maria steht einem Engel gegenüber, von dem ein Spruchband zu Maria herüberführt. Auf diesem Spruchband steht der Anfang des Angelusgebetes. Im Symbol der Taube ruht der Heilige Geist auf dem Kopf von Maria. Christi Geburt. Maria liegt im Kindbett und streichelt dem Jesuskind in der Krippe liebevoll den Kopf. Aus 2 weiteren Fenstern schauen Ochs und Esel heraus. An der Seite sitzt der heilige Josef und ruht sich aus. Er trägt einen für das Mittelalter typischen Judenhut. Die Taufe. In einem Wasserberg steht Jesus und neben ihm Johannes, der ihm mit seiner Hand das Wasser über den Kopf gießt. An der Seite steht ein Engel. Über ihm kommt die Hand Gottes aus dem Himmel heraus. Ein Spruchband mit dem Bibelzitat »Dies ist mein geliebter Sohn« führt zu Jesus Christus. Die Kreuzigung. Jesus, der am Kreuz hängt, beschützt mit seinen ausgestreckten Armen Maria und Johannes, die unter dem Kreuz stehen. Auf dem Kreuz sitzt ein Dämon mit einer katzenartigen Fratze als Symbol für die Sünde. Die Auferstehung. Jesus schreitet aus dem Grab heraus. Der Schritt vom Tod zum Leben wird hier sehr plastisch nachvollzogen. Mit einem Bein steht Jesus Christus noch im Sarkophag, mit einem Bein ist er schon aus dem Sarkophag herausgetreten. Rechts von Christus steht ein Mann mit prachtvollen Gewändern bekleidet und einer Tonsur, ein Kleriker. Er hält ein Spruchband in der Hand, auf dem steht, dass er der Dompfarrer Walter sei. Er wollte sich vielleicht an der Seite des Auferstandenen ein Plätzchen im Himmel sichern. Zur linken Christi steht eine weitere Person, die ebenfalls ein Spruchband in der Hand hält. Darauf steht, dass dies der Künstler, der Meister Eckart aus Worms sei, der das Taufbecken angefertigt habe. Nur aufgrund dieser kleinen Figur ist bekannt, wer das Taufbecken geschaffen hat. Der Künstler wurde im Mittelalter als Handwerker angesehen und meist nicht genannt. Christi Himmelfahrt. Man sieht, wie Jesus Christus in den Himmel aufgenommen wird, von 2 Engeln unterstützt, die links und rechts den Wolkenvorhang zur Seite schieben. Aus der Wolke schauen nur noch die Füße heraus, also ist er schon zur Hälfte in den Himmel aufgenommen und zur Hälfte noch auf der Erde. Die versammelte Jüngerschar steht unten und schaut überrascht. Auf dem Sockel, auf dem Christus eben noch gestanden hat, sind 2 Fußabdrücke zu erkennen, zum Beweis, dass er wirklich auf der Erde war und sich nur kräftig von der Erde abgestoßen hat,
um in den Himmel aufzufahren. Alle gegenüberliegenden Stationen des Taufbeckens stehen in einem Bezug zueinander. Zum Beispiel befindet sich gegenüber der Taufszene mit Wasser die Taufe mit dem Heiligen Geist, das Pfingstfest. Gegenüber der Kreuzigung ist das jüngste Gericht dargestellt. Jesus hält Gericht über die Menschheit. Am Thron des Herrn knien Maria und Johannes der Täufer. Sie bitten um Gnade für die sündige Menschheit. Das Taufbecken wird nach wie vor in seiner Funktion genutzt und ist so Zeugnis lebendigen Glaubens. Die Würzburger Grabplatten waren in der Kriegszeit zugemauert worden und überstanden daher die Brandkatastrophe des 16. März 1945. Würzburg besitzt eine der größten zusammenhängenden Grabsteinsammlungen Deutschlands. Zuerst muss sich der Besucher vergegenwärtigen, dass hinter den Platten niemand beigesetzt ist. Alle Bischöfe und Fürstbischöfe wurden im Boden des Domes beerdigt. Die Begräbniszeremonie lief folgendermaßen ab. Zuerst wurde der Leichnam des Verstorbenen untersucht und seine Eingeweide in der Festungskirche beigesetzt. Das Herz wurde in einer Kapsel eingeschlossen und in die Zisterzienserabtei nach Ebrach gebracht. Der Leichnam wurde einbalsamiert und mit einem Holzgerüst versehen, das dem Toten eine würdige Haltung verleihen sollte. Er wurde dann in einem feierlichen Trauerzug durch die Stadt getragen, der auf der alten Mainbrücke endete. Das Domkapitel ging vom Dom aus dem Toten entgegen, führte ihn in seine Bischofskirche zurück und bahrte ihn über dem Taufbecken auf, das zur damaligen Zeit seinen Platz mitten im Dom hatte. Hinter dem Thron stand jeweils ein Diener, der an einem Band den Kopf des Fürstbischofs immer gerade zu halten hatte. Die älteste Grabplatte aus Buntsandstein steht auf der Nordseite, direkt am Menorahleuchter. Fürstbischof Gottfried von Spitzenberg, enger Freund und Berater Kaiser Barbarossas, konnte den Dom 1188 erstmals vollständig einweihen. Er starb auf einer Reise ins Heilige Land. Beachtenswert ist die Dreikönigsgruppe eines unbekannten Künstlers aus dem 13. Jahrhundert. Die drei Könige huldigen dem Jesuskind. König Kaspar kniet nieder und legt, für einen König eigentlich untypisch, sogar seine Krone ab. Er ist der älteste der drei Könige, die das Menschenalter symbolisieren. Rechts steht König Melchior, ein Mann in den besten Jahren. In einer würdigen Haltung schaut er zu Maria und Jesus. Der Jüngste ist König Balthasar, der auch häufig als Mohr dargestellt wird. Im 15. Jahrhundert gerät das Bistum in eine finanzielle Krise, ist gar von der Auflösung bedroht. Die Domherren wollten keine Macht aus ihren Händen geben und daher einen alten Bischof wählen, der bald sterben würde. Rudolf von Scherenberg schien die Anforderungen des Domkapitels zu erfüllen. Er war bei seiner Wahl 65 Jahre alt und stand somit bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 35 bis 40 Jahren unmittelbar vor dem Tod. Doch er regierte wider Erwarten über 30 Jahre in Würzburg und starb erst im Alter von fast 95 Jahren. Für damalige Verhältnisse ein unvorstellbares Alter. Selbst in seinen letzten Lebensjahren war der Fürstbischof im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Durch eine geschickte Finanzpolitik, zum Beispiel Schutzzölle auf ausländischen Wein, um die fränkische Weinwirtschaft zu stützen, erreichte er eine vollständige Sanierung des Bistums. Liturgische Reformen schlossen sich an. Wegen dieser Leistungen wird Scherenberg als Wiederbegründer des Bistums angesehen. Tillmann Riemenschneider schafft in dreijähriger Arbeit ein außerordentliches Grabmal aus sogenanntem Salzburger Marmor. Ein Höhepunkt Riemenschneiderschen Schaffens ist hier erreicht. Die Detailfreude und Sorgfalt, die der Meister an das Werk legt, sind für diese Zeit einzigartig, lassen die Person Scherenbergs lebendig erscheinen.
jede Falte des Gewandes, jeder Ring an den Fingern des Fürstbischofs ist gut zu erkennen. Das Gesicht ist als Porträt gearbeitet und gilt als Zeitdokument. Ein alter Mann mit eingefallenen Wangen, zahnlosem Mund und dünnem Kopf, der die Mitra kaum zu tragen vermag, wird beherrscht von lebendigen und stechenden Augen. Der energische Blick geht selbst im Tode über die Leute hinweg und schaut den Betrachter nie direkt an. Scherenberg war sehr krank. So drängte man ihn des Öfteren, einen Koadjutor zu bestimmen, einen Nachfolger an seiner Seite, den er zu Lebzeiten selbst ernennen sollte. Das Domkapitel hoffte auf diesem Weg wieder Einfluss auf die Macht zu gewinnen, denn der Fürstbischof regierte alleine mit eiserner Hand. Eines Tages kündigte Scherenberg an, dass er bei der nächsten Kapitelsversammlung einen Koadjutor bestimmen und diesem würdigen Kandidaten sein Berett aufsetzen werde. Als das Domkapitel zusammengekommen war, trat der Fürstbischof ein und musterte alle Domherren sehr genau. Den letzten sah er sich besonders sorgfältig an, nahm sein Berett ab mit dem Kommentar in die versammelte Runde: Wenn es wahr sei, was die Leute sagen, dann gebe es keinen würdigeren Kandidaten, dieses Berett zu tragen, als ihn. Sprach's und setzte sich das Berett selbst wieder auf den Kopf. Als der Nachfolger Scherenbergs, Fürstbischof Lorenz von Bibra, diesen Grabstein sah, war er so angetan von der Arbeit, dass er sich auch einen Riemenschneider-Grabstein wünschte. Lorenz von Bibra ließ als einziger Fürstbischof seinen Grabstein schon zu Lebzeiten anfertigen. Deshalb sehen wir ihn heute als würdigen Bischof in den besten Jahren und im Vollbesitz seiner Kräfte. Von Bibra war ein Humanist seiner Zeit. Der ausgeprägte humanistische Geist zeigt sich noch heute im Grabdenkmal. Nur der rote Marmorteil in der Mitte stammt von Riemenschneider. Die hellen Sandsteinsäulen und das Puttenwerk aus Sandstein wurden später angesetzt. Fürstbischof von Bibra erkannte, dass die Gotik mit Riemenschneider ein letztes Mal prachtvoll aufblühte und sich eine neue Epoche, die Renaissance, ankündigte. Einen Pfeiler weiter steht das Grabdenkmal für Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. Er war einer der bedeutendsten Stadtväter, dessen Wirken bis heute in Würzburg spürbar ist. Bereits im Alter von 27 Jahren wurde er zum Fürstbischof gewählt und war mit 44 Jahren Regentschaft der am längst amtierende Fürstbischof in Würzburg. Er begründete die Universität wieder, die noch heute seinen Namen trägt. Er stiftete das Juliusspital und renovierte die Festung Marienberg, die seitdem ihr Aussehen nicht mehr wesentlich verändert hat. Julius Echter ist auch der große Gegenreformator in Franken. Protestanten und Juden mussten die Stadt verlassen. Hexenprozesse wurden durchgeführt. In jeder Ortschaft, die er wieder zum katholischen Glauben geführt hatte, ließ Echter die Kirche renovieren und einen neuen Kirchturm aufsetzen. Diese sogenannten Echterkirchtürme ragen noch heute aus den Städten und Dörfern Frankens empor. Der fränkische Künstler Michael Kern schuf um 1610 aus Alabaster die Renaissancekanzel. Der Schalldeckel war aus Holz gearbeitet worden und verbrannte im Krieg. Eine großzügige Spende ermöglichte eine originalgetreue Rekonstruktion dieses Kanzeldeckels. Solche Schalldeckel hatten den Zweck, die Predigt nicht in die Weite des Raumes verschallen zu lassen, sondern die Sprache auf die Gläubigen herunterzudrücken, damit diese die Predigt verstehen konnten. Denn es war der einzige deutsche Text des ansonsten lateinisch gelesenen Gottesdienstes. Auf den Ecken der Kanzelbasis sitzen die vier Evangelisten, nicht als starre Figuren, sondern impulsiv, lebendig gestaltet, als ob sie sich gerade im Gespräch miteinander befänden. Michael Kern schuf für die vier Nischen zwischen den Evangelisten die Plastiken für die vier großen Kirchenväter.
Ambrosius mit einem Bienenkorb, weil er so fleißig wie eine Biene bei der Arbeit war. Papst Gregor schaut ins Mittelschiff. Augustinus sieht nach Westen. Kardinal Hieronymus ist unter dem Kanzelaufgang nur schwer zu erkennen. Die vier Evangelisten haben das Neue Testament geschrieben, das die vier großen Kirchenväter interpretiert haben. Auf diese acht bedeutenden Personen der Kirchengeschichte stützt sich symbolisch das Wort Gottes, das von der Kanzel gepredigt wurde. Auf dem Treppenaufgang sind die Figuren der Kirchentugenden aufgestellt. Der Glaube mit dem Kreuz, die Hoffnung mit dem Anker. Die Kardinaltugenden zieren den weiteren Treppenaufgang. Die Weisheit mit einem Spiegel, Stärke eine Säule tragend, Tapferkeit mit einem Schwert. Anstatt der Gerechtigkeit mit einer Waage taucht hier die Kirchentugend der Liebe mit den Kindern auf. Anscheinend wurden die Figuren bei einer Renovierung vertauscht. Der Blick in die Querschiffe lässt noch einmal die alte Pracht des Domes lebendig werden. Das gesamte Mittelschiff der Kathedrale war in dieser Art ausstuckiert. Dompropst von Guttenberg vermachte im 18. Jahrhundert testamentarisch sein Vermögen dem Domstift und sah vor, dass der inzwischen heruntergekommene Dom renoviert werde und eine moderne Stuckatur erhalten solle. Das beträchtliche Vermögen des Propstes versetzte den Nachfolger in die Lage, einen bedeutenden italienischen Künstler, Pietro Magno, nach Würzburg zu bestellen. So findet sich mitten in der Stadt ein Kleinod römischen Barocks wieder, der in den sonst eher leichten, heiteren Stuckaturen anderer bayerischer Kirchen seinesgleichen sucht. Der Heilige Geist ziert im Symbol der Taube den Propstaltar. Das zentrale Familienwappen des Dompropstes von Guttenberg wird außen von zwei Sibyllen als Zeichen der Weisheit gerahmt. Die alte Stuckatur wird bereichert durch eine Marienfigur aus der Schule Tillmann-Riemenschneiders am Chorbogen. Der Blick wandert in den Chorraum, der an den Wänden durch modern gearbeitete Heiligenfiguren geschmückt wird. Der Vierungsaltar stammt aus der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils und birgt in seinem Zentrum die Schädelreliquien Kilians, Kolonats und Totnans. Der Altar ist das Zentrum der Bistumskirche, steht für die Eucharistie und damit für das Neue Testament. Im Chorbogen hängt an der Stelle des verbrannten Riemenschneiderkreuzes ein modernes Kreuz mit einer alten, aus Italien stammenden Christusfigur des 13. Jahrhunderts. Unter der barock gearbeiteten Apostelkönigin Maria mit dem Sternenkranz um ihr Haupt befindet sich die moderne Darstellung des wiederkehrenden Christus aus der Offenbarung des Johannes. Christus kommt der Menschheit in einer goldenen Lichtscheibe entgegen. Er wird begleitet von Engel und Heiligen sowie von den 24 Ältesten. Von den Füßen ergießt sich ein goldener Strom auf das Lamm Gottes, das geopfert worden ist. Christus ist das Lamm Gottes, das links und rechts die 12 mit Perlen geschmückten Tore zum himmlischen Jerusalem aufstößt. Vom Lamm Gottes ausgehend ergießt sich der Quell des Lebens auf die Menschheit. Hier stehen die drei Figuren der ersten Christen in Franken, Kilian, Kolonat und Totnan. Darunter der Bischofssitz des heutigen Nachfolgers auf dem Stuhl des heiligen Kilians, Bischof Paul Werner Scheele. Das kostbare Lesepult einer Nürnberger Gießerei aus dem 17. Jahrhundert erinnert an die Messen,
wie vor über 200 Jahren von dieser Stelle zum zerstörten Hochaltar gelesen wurden. Reiche Detailfreude und sorgfältige Ausführung zeigen die Präzision der Nürnberger Meister. An den Wänden des Chorraumes wurde für jedes Tor von Jerusalem eine Dreiergruppe von Heiligen postiert. Diejenigen, die den heutigen Menschen auf ihrem Weg vorausgegangen sind. Es werden nicht nur Heilige aus der Geschichte, sondern auch Menschen aus unserer Gegenwart erwähnt, zum Beispiel der in Afrika ermordete Missionsbischof Schmidt aus Rimpa bei Würzburg. Der Blick zurück ins Langhaus zeigt die große Domorgel mit ihren mehr als 6000 Orgelpfeifen. Doch wer könnte diese Orgel besser vorstellen als der Domorganist Paul Damjakob, der diese Orgel mitgeplant und mitentworfen hat? Die Würzburger Domorgel besitzt 87 klingende Register, verteilt auf 5 Manuale und auf Pedal. Sie sehen hier die 5 Klaviaturen, schön in Ebenholz und Elfenbein. Die Registerzüge sind auch aus Elfenbein und sind sogenannte Manubrien, mit der Hand zu ziehen. Man zieht ein Register, man schaltet es nicht. Wir haben uns diese ästhetische Variante erlaubt. 1968 wurde das Instrument gebaut von der Firma Johannes Kleiss in Bonn. Am 2. Februar 1969 wurde es eingeweiht. Nun, durch gute Pflege ist das Instrument immer noch als neu anzusehen, wie das ja auch für eine gute Orgel der Fall sein muss. Wir kennen ja Orgeln, die schon 200 Jahre und älter sind und immer noch schön wie am ersten Tag klingen. So soll es auch bleiben, wenn nicht durch rohe Gewalt oder durch irgendeinen Unglücksfall das Instrument vorzeitig zu Schaden kommen sollte. Eine äußerliche Besonderheit sind die sogenannten spanischen Trompeten, die waagerecht nach vorne in den Raum hineinragen. Sie haben einen schmetternden Klang, der dem Gesamtklang der Orgel sich akustisch vorlagert. Aber zunächst ist das Optische das Besondere, denn das fällt jedem auf, denn man ist gewohnt, dass Orgelpfeifen senkrecht stehen. Hier vorne, von unten gesehen, das erste kleine Orgelwerk mit Gehäuse heißt rückpositiv. Es steht ja von mir aus gesehen in meinem Rücken. Vor uns, hinter der Uhr, die ein schalldurchlässiges Zifferblatt hat, befindet sich das Schwellwerk, das man mit Jalousien öffnen und schließen kann und somit ein Crescendo und ein Decrescendo herbeiführen kann. Ganz oben
majestätisch den Raum beherrschend, das Hauptwerk mit 16 Fuß Prinzipal im Prospekt. Links und rechts hier von der Uhr die C- und Cis-Seite vom Positiv. Und ganz außen, links und rechts, je zwei Erker, das Pedalwerk mit dem offenen 32 Fuß im Prospekt. Eine Besonderheit in unserem Orgelprospekt ist die Uhr. Sie hatte den Krieg überdauert und musste in den Prospekt einbezogen werden. Sie stellte aber ein großes Problem dar, denn genau in dieser Mitte der Orgel, wo eigentlich die Hauptkraft des Klanges sitzen soll, war dann eine leere Fläche. Es ging hin und her, wie kann man das große Ensemble der Teilwerke um die Uhr gruppieren. Es ließ sich nicht machen. Die Lösung war, man muss dort, wo die Uhr sitzt, die Wand öffnen und in den großen Raum dahinter das Schwellwerk postieren und dann wieder das Zifferblatt vor das Schwellwerk setzen. Eine Folge natürlich ist, dass jede Minute mit leisem Knistern ein elektronisches Zählwerk die Zeiger weiterschickt. Und das kann dann dazu führen, dass an der leisesten Stelle oder in einer Generalpause plötzlich dieses Knistern auftaucht. Das hat aber auch einen Vorteil. Sollte einmal das Etikett von einer Aufnahme verloren gehen, wird der Kenner hören am Knistern, das war die Würzburger Domorgel. Wir sind die Treppen in die Krypta hinuntergestiegen, in den ältesten Teil des Domes. Das Wort Krypta stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie verborgen. Diese sogenannte Unterkirche diente in den Anfängen der Dombaugeschichte als Grablege für die Bischöfe. So findet sich hier auch das einzige Heiligengrab des Domes für den heiligen Bruno, den Grundsteinleger des heutigen Domes. Der Salier war ein Verwandter des Kaisers, der ihn mit auf einen Kreuzzug nach Ungarn nahm. Auf dem Weg dorthin wird man in Niederösterreich auf die Burg Persenbeug gebeten. Die Gesellschaft begibt sich auf eine aus Holz gebaute Terrasse. Da sich immer mehr Menschen um Kaiser und Bischof versammeln, bricht die Holzkonstruktion unter der Gesellschaft zusammen. Der Kaiser hat viel Glück und stürzt in einen Waschzuber, in dem gerade die Wäsche gewaschen wird. Kaiser Konrad II. Überlebt den Unfall. Der Bischof jedoch fällt mit dem Kopf auf die Kante des Waschzubers und stirbt an den Folgen dieses Unfalls. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird die Krypta wieder in ihrer ursprünglichen Form genutzt. Bischof Josef Stangl wurde als erster Bischof 1979 im Vorraum beigesetzt. Hier befindet sich auch eine gotische Figurengruppe. Der Legende nach rief Maria alle Apostel um ihr Sterbebett. Johannes hält ihre Hand. Diese Plastik wurde früher fälschlicherweise Tillmann Riemenschneider zugeschrieben. Vor 40 Jahren entdeckte man einen weiteren, verschütteten Teil der Krypta des Vorgängerdomes wieder. Bei den Ausgrabungsarbeiten fand man auch ein altes, spätkarolingisches Steinkreuz, datiert auf das Jahr 850 und somit das älteste Kunstwerk der Stadt Würzburg. Seltsam und anmutig zugleich
erkennt der Betrachter auf dem Steinkreuz nur ein bärtiges, lächelndes Christusgesicht. In einem verschlossenen Seitengang existieren Reste alter Fresken aus dem 11. bis 12. Jahrhundert. Jesus steht auf einem Regenbogen, ein Motiv aus der Apokalypse. In diesen Seitenkapellen wurden Messen für Verstorbene gefeiert, die in benachbarten Grabgängen beigesetzt waren. In einem solchen Gang bewahrte das Domkapitel zu Zeiten der Bauernkriege seinen Domschatz auf, um ihn vor plündernden Truppen in Sicherheit zu bringen. An der Nordseite des Querschiffs erreicht der Besucher die Schönbornkapelle, die im Rahmen einer Domführung besichtigt wird. Im 17. und 18. Jahrhundert war die Familie von Schönborn nicht nur in Würzburg, sondern in ganz Deutschland eine der mächtigsten Familien, auf deren Initiative auch der Bau der fürstbischöflichen Residenz zurückgeht. Allein 4 Fürstbischöfe dieser Familie sind für Würzburg bedeutend geworden. Mit dieser Kapelle ließ man sich vom Barockbaumeister Balthasar Neumann, der in den Diensten der Schönborns stand, im 18. Jahrhundert eine eigene Grabeskapelle am Dom errichten. Das Familiengrab befindet sich genau auf der Sichtachse von der Residenz her. Das schöne Kuppelspiel von Schönbornkapelle und Neumünster im Hintergrund wurde von Neumann bewusst gestaltet. So sollte der Blick von der Residenz, dem Sitz der Weltlichkeit des Fürsten, ungehindert zum Dom führen, dem Sitz der Geistlichkeit des Bischofs. Von außen scheint die Kapelle ein rechteckiges Gebäude mit Kuppel zu sein. Meisterhaft gestaltet Neumann den Perspektivenwechsel von der äußeren Schale zum inneren Kern. Sobald der Besucher in den Innenraum eintritt, wird er überrascht von einem heiteren, leichten Kuppelspiel, das hinter der Fassade nicht vermutet wird. Das architektonische Prinzip ist die Verschmelzung dreier Kuppelräume zu einem geschlossenen Raumsystem, so wie es Neumann später an zahlreichen Kirchen wiederholt. Im Gegensatz zur Stadt ist die Schönbornkapelle der einzige Raum in Würzburg, der die Zerstörung des 16. März 1945 unbeschadet überstanden hat. Alle Künstler, die zeitgleich an der Residenz gearbeitet haben, wurden auch an der Schönbornkapelle eingesetzt. Aus der Hand des Schweizer Hofmalers Rudolf Büss stammen die wertvollen Fresken. In der Zentralkuppel ist das jüngste Gericht dargestellt. Christus im Strahlenkranz unter dem Kreuz richtet über die guten Menschen zu seiner Rechten und über die Sünder zu seiner Linken. Die Stuckatur ist das Werk von Antonio Bossi, der auch in das malerische Geschehen eingreift, indem er im Altarfresko den Strahlenkranz um den auferstandenen Christus aus Stuck formt und anschließend vergoldet. Das Bild ragt in den Raum hinein, wird nicht mehr durch den Rahmen begrenzt, es wird lebendig. Der Schein wird zum Sein. Das Altarfresko verbindet 3 Szenen der Bibel. Der leere Sarkophag und die römischen Wachen künden die Auferstehung. Rechts verkündet der Engel am Ostertag den ankommenden Frauen, dass Christus zuvor auferstanden ist. Auf einer Wolke im Strahlenkranz wird Jesus in den Himmel aufgenommen, von vielen Engeln erwartet, die den Himmel für ihn aufreißen. Darüber thront das Wappen der Familie von Schönborn. Es befindet sich an der Mittlerstelle zwischen dem Geschehen auf der Erde und dem Geschehen beim jüngsten Gericht im Himmel, was dem Selbstverständnis der Fürstbischöfe entsprach. Denn sie empfingen göttliche Gnade und gaben sie an die Menschheit weiter. Der Löwe auf den 3 Spitzen ist das Familienwappen der Schönborns und findet sich auf allen Grabepitaphien wieder. Zahlreiche Bischöfe, Fürstbischöfe und Kurfürsten gingen aus dieser Familie hervor.
Der Einfluss der Schönborns reichte in der Blütezeit des 18. Jahrhunderts in insgesamt 18 Bistümern von Trier über Konstanz bis an den Kaiserhof in Wien, wo Friedrich Karl von Schönborn Stellvertreter des Kaisers war. Als Friedrich Karl zum Fürstbischof in Würzburg gewählt wird, verlässt er Wien und vollendet das bauliche Werk seines verstorbenen Bruders, der ebenfalls Fürstbischof in Würzburg war. Residenz und Schönborn-Kapelle werden unter seinem Episkopat fertiggestellt. So vergisst Friedrich Karl nicht, seine Initialien in den Fenstern der Schönborn-Kapelle zu verewigen. Der lichte, relativ kleine Raum erscheint aufgrund der Architektur größer zu wirken, als er in Wirklichkeit ist. Neumann schafft ein Kleinod barocker Kirchenarchitektur, das jeden Besucher in seinen Bann zieht. Im Kreuzgang werden die Domherren beigesetzt, weil es nur den Bischöfen vorbehalten bleibt, im Dom beerdigt zu werden. Im Gewölbe fallen die Abschlusssteine auf, die nicht in einer geraden Linie hintereinander verlaufen, sondern wechselständig angeordnet sind. Sie folgen damit dem südfranzösischen Vorbild. Einige sind mit den Wappen der Fürstbischöfe geschmückt. In der heutigen Form stammt der Kreuzgang aus dem 14. und 15. Jahrhundert und wurde im Krieg stark beschädigt. Die zahlreichen Grabplatten der Domherren tragen deren Familienwappen. In einer Nische steht eine barocke Kreuzigungsgruppe von Lukas Auwerer, der einer bedeutenden und virtuosen Künstlerfamilie angehörte. Die Grabplatten an der Ostseite wurden von dem Riemenschneiderschüler Peter Dell dem Älteren signiert. Im Detail der Gesichter sind die Spuren des Lehrmeisters noch klar nachzuvollziehen. Ein Lektor deutet im Tympanon auf ein Buch. An dieser Stelle befand sich ehemals die Domschule, Ausbildungsstätte für den Adel und Nachwuchsseminar für das Domkapitel. Von hier aus führt der Weg in die Sepultur, die eine kostbar verzierte barocke Seufertorgel birgt. Der Name Sepultur leitet sich vom lateinischen Sepulchrum ab und bedeutet Grab bzw. Grablege. Die gotischen Gewölbe überstanden die Kriegsschäden glücklicherweise unbeschadet. Man beauftragte Georg Meistermann aus Köln mit der künstlerischen Gestaltung der Fenster. Diese symbolisieren die Festtage des Jahres, hier beispielsweise das Osterfest. Manche Bereiche des Domes sind für den Besucher nicht zugänglich. In der Nähe der Schönbornkapelle befindet sich die Sakristei, die im 18. Jahrhundert ebenfalls von Balthasar Neumann an den Dom angebaut wurde. Dommesner Thomas Schumann öffnet uns die barocke Tür und erlaubt einen Blick in die Sakristei. Im hinteren Bereich der Sakristei nimmt er täglich mehrfach einzelne Kelche für den Gottesdienst aus dem Panzerschrank, in dem sich auch die wertvolle vergoldete Silbermonstranz aus dem 18. Jahrhundert befindet. Da sehen Sie zum Beispiel jetzt die verschiedene Stilrichtung der Kelche. Das geht quer durch von ganz modernen, wie hier der von Dr. Lenzen. Das ist ein sogenannter Primizkelch. Das ist was ganz Modernes. Dann einer der schönsten Kelche, den ich persönlich gern mag, ist dieser. Das ist auch eine Augsburger Arbeit. Das kann man an diesen entsprechenden Punzierungen jetzt, hier steht sogar drauf, Augsburger Arbeit. Hier haben wir dann Barockkelche, außer dieser hier. Das gehört Zeit Frühklassik, Klassizismus, ebenso dieser hier oder der da hinten. Und auch dieser hier kommt aus der klassizistischen Zeit, während die anderen Kelche jetzt aus der Barockzeit ist. Dieser ist besonders schön mit diesem entsprechenden Rollwerk, Rollbandwerk, was typisch barock ist.
oder dieser hier ist ebenso ein wunderschöner Barockkelch aus der Zeit um 1700, 1710, auch mit den verschiedenen Bronzierungen und sonstigen Zeichen. Das ist Bischofskelch, Barockzeit, mit Emailbildern, die Leidensstationen Christi darstellen. Hier zum Beispiel die Kreuzigung. Das dritte Bild ist dann die Auferstehung Jesu. Dann haben wir hier Kelche aus der Zeit von Friedrich Spee, 1650, 1670. Also die Zwischenphase zwischen Renaissance und Barock. Ebenso dieser kleine hier hinten, also ebenfalls aus dieser Zeit, sogar mit einem Wappen versehen. Doch nicht nur Kelche und Monstranzen soll der Dommesner in Ordnung halten, sondern auch die zahlreichen Paramente, die Gewänder des Domes. In der Paramentensakristei hängen die Gewänder nach ihren Farben geordnet, so wie sie liturgisch im Jahreskreis eingesetzt werden. Die erhaltenen alten Gewänder werden bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr genutzt. Die Pracht des 18. und 19. Jahrhunderts wird in den sorgfältig gearbeiteten Gewändern nochmals lebendig. Friedrich Karl von Schönborn stiftete anlässlich seiner Wahl zum Fürstbischof in Würzburg eine ganze sogenannte Kapelle, einen fünffachen Satz Gewänder, die er eigens in Venedig in Auftrag gab. Die Wappen der Stifter finden sich auf den Gewändern wieder, zum Beispiel das Wappen der Familie von Greifenklau. Thomas Schumann kontrolliert die Gewänder regelmäßig auf ihren korrekten Zustand. Das Ostergewand des Bischofs scheint in Ordnung zu sein. Die Pontifikalhandschuhe werden seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht mehr genutzt. Der Rauchmantel aus dem 18. Jahrhundert ist mit wertvollen Schließen ausgestattet. Die Farben und Formen der venezianischen Meisterarbeit lassen Blumen und Früchte real erscheinen. Neben dem Sakristeieingang eröffnet eine Holztür in der Mauer den Blick auf eine alte Treppe, die ehemals in die Turmkapellen der Osttürme führte und heute nicht mehr genutzt wird. Unter dem Menorahleuchter am Haupteingang findet sich ein reich verzweigtes Röhrensystem. Die scheinbar unendlich langen Heizungsrohre erstrecken sich unter dem gesamten Seitenschiff des Domes, um die Wärme in der Bodenheizung zu verteilen. Vom Keller geht es in den Dachboden über dem Mittelschiff. Wie in einer anderen Welt offenbart sich der Blick über den weiten Raum des Dachstuhls. Die mehr als 300 Jahre alten Gurtengewölbe brauchen nicht mehr die Last des Holzdachstuhls zu tragen. Eine moderne Stahlbaukonstruktion sichert die darunter liegenden Gewölbeteile, hier der Chorraum. Auf dem Gewölbe des Seitenschiffs liegen zum einen die Modelle der Domrenovierungen und die geborgenen Reste aus dem ausgebrannten Dom. Ehemals schmückten diese Kapitelle die Säulen des zerstörten Hochaltars. Die Stuckreste der stehen gebliebenen südlichen Hochschiffwand wurden auf dem Speicher in Sicherheit gebracht. In den Regalen werden die wertvollen Putten und Stuckreste Pietro Magnos aufbewahrt. Der Glockenstuhl ist reich bestückt. 12 Glocken mit einem Gewicht von über 25 Tonnen gestalten das Domgeläut. Leider überstanden die meisten Glocken die Kriegszeit nicht. Lediglich die Lobdeburg-Glocke aus dem Jahr 1257 überstand die Katastrophennacht, weil sie zufällig ausgelagert war. Nach dem Weltkrieg wurde ein neues bedeutendes Geläut von der Gießerei Schilling in Heidelberg gegossen. Darunter befindet sich auch die Salvatorglocke. Mit einem Durchmesser von 2,30 Meter
und mehr als 9 Tonnen Gewicht ist sie Bayerns größte Glocke. Ihren markanten, tiefen, dunklen Ton hört man nur an besonderen Feiertagen, wenn alle Glocken ihre Botschaft weit ins Land tragen und die Stadt mit Leben erfüllen. An jedem Sonntag des Kirchenjahres wird das Konventamt um 10 Uhr von einem der Domchöre gestaltet. Wir begleiten den Domkapellmeister Siegfried Kößler auf seinem Weg in den Probenraum über dem Kreuzgang. Der Dom soll mit den Chören erklingen und das ist unsere Idee. Wir haben ja 3 Chöre am Dom. Den Domchor, dessen Erwachsenen und der Knabenchor, Domsingknaben und die Mädchen. Und einer der Höhepunkte ist das Kiliansfest, von dem wir gerade als erstes hörten. Das Kiliansfest im Juli bringt einfach die Chöre, wenigstens den Domchor und die Domsingknaben, mit mehrchöriger Musik seit Jahren zusammen. Neben dem Kiliansfest, in dem auch alte Gesänge, die seit 1000 Jahren in Würzburg üblich sind, das Kilians, nicht nur das Kilianslied, sondern auch Sequenzen und Hymnen und so weiter zu tragen kommen. Das ist für uns eine wichtige Geschichte. Neben Ostern, neben Pfingsten, Himmelfahrt, Weihnachten und so weiter. Wir haben, wie gesagt, die 3 Chöre am Dom und natürlich müssen die Chöre, die Chorsänger festproben, die erfahrenen Sänger, die im Dom die Musik machen, kommen 2-mal in der Woche zu uns, dadurch ergeben sich verschiedene Proben und das Proben ist sehr wichtig, um einen gewissen Standard zu halten, um ein gewisses Niveau zu erreichen. Das ist das Mindeste, dass man 2-mal in der Woche kommt. Für die Domsingknaben zum Beispiel ist neben den Gottesdiensten die Konzerte das vor allem das Weihnachtskonzert am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, sehr traditionell und gut besucht. Da haben wir, ich bin jetzt fast 30 Jahre hier, da haben wir schon, glaube ich, 8 oder 9 Mal das Weihnachtsoratorium von Bach aufgeführt. Da haben wir auch den Messias von Händel aufgeführt oder Rheinberger, der Stern von Bethlehem oder Berlioz, des Heilands Kindheit. Das ist ein traditionelles Weihnachtskonzert. Beteiligen sich an den Domkonzerten. Ein traditioneller Termin ist der 16. März,
all 5 Jahre, wo wir das Gedenkkonzert für die Zerstörung Würzburgs machen, da haben wir schon mehrmals gesungen das Requiem von Verdi oder das Requiem von Britten. Und es gibt andere Konzerte, wie zum Beispiel die C-Moll-Messe von Mozart, bei der die Chöre zusammenwirken. In der Zukunft sollen die 3 Chöre den Dom musikalisch füllen. So soll dabei sein, nicht nur das Konzertwesen, sondern natürlich die Gottesdienste im Dom und die kleineren Dinge wie Abendlob und so weiter. Und auch CD-Aufnahmen. Also ein großes Spektrum soll auch in Zukunft die Chöre den Dom füllen lassen mit Musik, und so dass der Dom wirklich nicht nur kunstgeschichtlich interessant ist, sondern auch musikalisch.